Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute mal wieder ein Kalendertürchen auf. Ich habe die Kamera diesmal auf den Boden gestellt, damit sie nicht so verwackelt. Und heute haben wir... Es sieht aus wie ein Schlitten. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Hier ist so ein Schlitten. Es schmeckt gut. Und dann sehen wir uns gleich bei Clash Royale wieder. Ne, bei Minecraft. Bei Minecraft sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ich bin heute mal die Pocket Edition von Minecraft. Und ich habe mir einfach mal gedacht, weil viele Leute ja die Pocket Edition spielen, kann ich sie ja auch mal spielen in einem Video. Ich habe auch meinen eigenen Skin hier, den ich auch auf dem PC habe. Und wir spielen einfach so eine kleine Runde hier im Überlebensmodus. Das macht ja auch sehr viel Spaß. Und ja... Es geht eigentlich, es ist spielbar, es hat bloß ein ganz klein bisschen, aber das ist ja nicht so schlimm eigentlich. Und ja, ich habe mir gedacht, wir spielen einfach so eine kleine Runde mal. Ich höre hier gerade irgendwelche komischen Geräusche die ganze Zeit, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Und ja, hier muss irgendwo ein Zombie sein. Die sind hier überall, Leute. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Hier ist nichts. Hier ist eine Kuh, die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Oh, es hat sich gereimt. Ich bin ja richtig krass drauf heute. Hier scheint wohl eine Höhle zu sein. Oder so ein kleiner Hang. Da gehen wir mal rein. Aber hier ist nichts. Deshalb machen wir jetzt einfach eine Werkbank. Hier so. Und dann daraus können wir eine Werkbank machen. Jetzt haben wir eine Werkbank und daraus machen wir Holz und Sticks und ich möchte mir eine Spitzhacke machen, dazu brauche ich aber noch. Halt, stopp, so. So, es ist alles ein bisschen komplizierter hier in der Pocket Edition, aber das stört mich eigentlich überhaupt nicht. Es macht ja eigentlich fast genauso viel Spaß wie das normale Minecraft und deshalb lohnt es sich wirklich, dieses Spiel mal zu spielen. Wir brauchen noch zwei für den Ofen hier. Und ich will die Folge auch gar nicht zu lange halten. Ich wollte einfach nur mal wissen, ob ihr Minecraft Pocket Edition mögt. Ob ich das vielleicht mal ein bisschen öfter spielen soll. Mobile Fanboy hat ja ein Video dazu hochgeladen, weil ja gerade Varro 4 läuft. Dass er Varro in Minecraft Pocket Edition reinbringen will. Ich finde die Idee eigentlich ziemlich gut. Und falls er das hier sehen wird, was er natürlich nicht machen wird, würde ich mich sehr freuen, wenn ich da mitmachen könnte. Ja, so viel dazu erstmal. Wir machen uns jetzt das hier in den Ofen da. Ein Ofen reicht. Hier so eine kleine Base. Oh, ein Huhn. Bleib da, bleib da. Stirb. Lauf doch nicht weg. Komm noch her jetzt. Das war jetzt nötig. Hier ist noch ein Pferd. Kriegt man eigentlich Pferdefleisch? Das weiß ich gar nicht. Komm, ich mobb dich. Bleib doch mal stehen, du Pferd, du. Nee, ich habe kein Fleisch bekommen. Das hat jetzt irgendwie nicht gebracht, das ist ein Schwein, das wird jetzt auch geärgert. Lauf mal nicht weg. Bleib hier. Hallo. Okay, jetzt sind gerade ein paar Einbrüche hier, Frame-Einbrüche. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, das Spiel ist noch so spielbar. Auf einem stärkeren Gerät wäre es natürlich besser. So, dankeschön. Wir gehen zu unserer kleinen Base zurück. Dort werden wir die Sachen alle verarbeiten. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es hört. Im Hintergrund läuft die Waschmaschine. Weil mein Zimmer direkt neben dem Bad steht. Und deshalb ist die Waschmaschine ziemlich laut. Ich hoffe, es stört nicht. Okay, das war eben der Wasserhahn. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ja. So. Das und unten kommt das rein. Und dann warten wir kurz, bis es hier fertig ist, damit wir es essen können.
Obwohl, ich habe auf einfach gestellt, da sollte es ja eigentlich ziemlich einfach gehen. Achso. So. Wir brauchen danach gar kein Essen. Wir machen uns erstmal jetzt eine Bank. Keine Bank. Eine Truhe. So. Die stellen wir dann auch hier hin. In unsere kleine Base. Und dann bauen wir noch ein ganz klein bisschen Stein ab hier. Ja, ich habe eingestellt, dass es immer vibriert, wenn hier was abgebaut wird. Weil ich es persönlich auch irgendwie besser finde, dann weiß man, dass dieser Block abgebaut wurde. Und ich mag dieses kleine Rädchen nicht, dieser weiße Kreis, den finde ich total dumm. Wenn jemand damit Pocket Edition spielt, also eben ist halt das Seines überlassen, aber ich finde es irgendwie, ich persönlich kann damit nicht spielen. Und ja, wollte ich einfach mal nur so sagen. So, ja. Dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn ihr mehr Minecraft Pocket Edition sehen wollt, dann gebt der Folge ein Like. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.